So, Freunde, da sind wir auch schon wieder zurück bei Star Citizen und ich habe ein bisschen offscreen ein bisschen rumprobiert und würde gerne mit euch darüber sprechen, denn ja, die letzte Lieferung Widow wurde ja leider weggesprengt von irgendwelchen Affen oder von NPCs, ich bin mir unsicher, lässt sich nicht verändern. Ich habe da nochmal offscreen ein bisschen was geholt, ich gucke gerade nochmal, ob das alles verkauft ist oder ob ich noch was vergessen habe, denn wir reden mal kurz über das Verkaufen von ja, von Drogen. Ich sage es mal von Widow vor allem. Ich gehe erstmal hier rein. Sell. Ich glaube, ich habe nämlich noch was. Genau, ich war nicht mit der Titan Renegade. 6 Units habe ich noch. So, zack. Und ich habe noch was anderes gemacht. Cutlass Black. Aber das kann ich ja nicht verkaufen. Nämlich habe ich gekauft Slam. So, das muss ich mal überlegen, wo ich das loswerde. Bin ich noch unsicher. Deswegen habe ich noch ein bisschen weniger Geld. Also es ist eigentlich wesentlich mehr Geld, ne? Das Problem beim, also was mir aufgefallen ist jetzt. Ich bin offscreen geflogen nach Dingsbums, nach Hurston zum Schwarzmarkt. Da konnte ich es nicht verkaufen. Ich konnte es auch auf dem Mond, oh Gott, welcher Mond ist das? Warte mal, nichts Falsches sagen. Ich habe es probiert auf Valla, da ist auch so ein Drogenlaborposten, so ein Schwarzmarkt quasi, konnte ich es auch nicht verkaufen. Also bin ich wieder zurück zur Grimhex gerattert und habe das dann hier verkauft. Die Grimhex nimmt allerdings, zumindest bei Widow, nur etwa 30 Units an, alle 10 Minuten. Also 3 Units pro Minute. Ne? Units, nicht UEs, wie heißt es, SCU. Das sind ja immer, ein SCU sind ja immer 100 Units, sondern wirklich nur sehr, sehr viel weniger. Ne? Und das ist sehr, sehr ungünstig, weil ich habe, also ich sag mal, ich habe wo habe ich sie jetzt hier, mit der Renegade, ich hatte nicht voll, ich hatte 5 SCU, glaube ich, waren das insgesamt. Ich habe da insgesamt fast 1,5 Stunden gebraucht, um das hier zu verkaufen. Musste zwischendurch immer wieder Server wechseln oder halt warten. Es hat richtig, richtig mega, mega lange gedauert. Und da kam auch kein anderer, hat irgendwas verkauft. Also daran lag es nicht. Gut, jetzt ist ja gerade einer hier, Zufall. Aber ich war ja hier die ganze Zeit, ne? Das heißt, das Drogengeschäft scheint sich überhaupt nicht mehr zu lohnen, leider. Wie es aussieht zumindest. Es bringt zwar noch gut Gewinn, aber auch viel, viel weniger als in der Alpha 3.5. Und ihr kriegt es nicht mehr los. Also kaum noch. So, ich schnappe jetzt mal die Drake Cutlass Black und fliege nochmal nach Orynd. Und guck mal, ob ich da das andere verkaufen kann. Hier dieses Slam. Weil ich weiß noch nicht, wo das verkauft werden kann. So, und das würde ich jetzt einfach mal gerne probieren. Fällt mir ein. Wir hatten auch eine kleine Verlosung offen. Die kommt am Ende der Folge. Da ging es um den Alpha 3.6 Release. Und da habe ich ja eine Verlosung angekündigt. Und die machen wir dann nochmal, ne? Wieder wie immer im Roulette. Solltet ihr, glaube ich, was hab ich gesagt? Hashtag Alpha 3.6 oder so. Solltet ihr schreiben auf irgendeinem Video. Ist schon lange her jetzt. Oder lange. Relativ lange. Fast einen Monat, glaube ich. Machen wir aber jetzt gleich noch, ne? So, ich gucke mir jetzt mal gerade das Black. Und dann wollten wir nochmal. Also, ich wurde gefragt, es gibt eine App. Es gibt eine App, die heißt Gaming Glass oder Glass Gaming oder so. Und dazu gibt es noch eine Anwendung, die man sich runterladen muss für einen PC. Und dann kann man verschiedene Star Citizen Sachen, also zum Beispiel Flight Ready oder Mining oder andere Geschichten über diese App sozusagen auf dem Handy steuern. Hat auch eine Soundausgabe, klingt ganz lustig. Ich habe mir das mal angeguckt, weil ich wurde gebeten, dazu mal was zu sagen. Ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, das ist halt leider nicht kostenlos. Es kostet 3 Euro im Monat oder man kann auch irgendwie so einzelne Packages erwerben. Ich finde es allerdings ein bisschen blöd, weil, warte, ich mache es mal hier Flight Ready und dann sage ich euch warum. Weiß nicht, ob ihr das überhaupt kennt. Könnt ihr mal danach googeln, wenn ihr wollt. Achso, mein Schiff hat übrigens einen kleinen Schaden. Winzig klein. Warte, zeige ich euch mal. Der Hover-Mode hat leider rumgebuggt und da bin ich runtergefallen. Einfach so, einfach aus nichts heraus runtergefallen. Wurde, also es war alles an, na, egal. So, also erstmal nach Hurston. Gucken, ob wir das da loskriegen. So. Hurston? Ach da. So, die App.
Ich muss sagen, ich finde das, also ich hab's wie gerade mal getestet, ich habe mal die 3 Euro ausgegeben dafür, ist ja jetzt nicht die Welt gewesen, aber ich sag euch ganz ehrlich, ich find's irgendwie total überflüssig, um ehrlich zu sein, weil, ich meine, im Endeffekt macht diese App nichts anderes, als einen Hotkey zu drücken. So. Das ist das, was die App tut. Es sieht grafisch ganz nett aus, muss man schon sagen. Ist auf jeden Fall hübscher, als einen nicht grafischen Hotkey zu drücken. Also wenn ich jetzt auf N drücke und das Landing-Key ausfahre, ist natürlich nicht so schön, wie wenn ich jetzt... Oh, das ist ein Gegner. Den schaffe ich jetzt, glaube ich, nicht mit dem kaputten Schiff hier. Ich hau mal ab. Ist natürlich nicht ganz so schön, wenn ich Landing-Key ausfahre mit N, einfach so, ohne grafische Umsetzung. Als wenn ich das jetzt über diese App mache. Aber ich zahle halt jetzt nicht diese 3 Euro, nur um eine grafische Umsetzung von Hotkey zu haben, weil nichts anderes macht die App. Sie kann den Hotkey drücken, das war's. Und, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie Quatsch. Wollen wir mal kurz Radio anmachen? So. Oh, warte mal, wir haben ja schon weiter, ne? So. Ihr müsst euch vorstellen, ihr drückt, also ich versuche mal ganz einfach zu erklären, wie das funktioniert. Also ihr drückt dann quasi auf dem Handy zum Beispiel auf Fahrwerk ausfahren, also auf Englisch ist es halt, das ist nicht mal auf Deutsch übersetzt, was ich schade finde, weil wenn ich schon, das ist aber nur meine Meinung, wenn ich schon Geld für eine App bezahle, dann sollte sie auch übersetzt sein, aber das nur mal am Rande. Drücke ich quasi auf den Button Fahrwerk ausfahren drauf und dann fährt er halt das Fahrwerk aus. Es ist aber das, ich meine, das kann ich auch so, da brauche ich jetzt keine App für, da drücke ich auf N, dann geht das genauso. Ne? Das gleiche Spielchen für Star Map öffnen. Also ich kann über die App die Star Map öffnen, aber ich kann dann mit der App darauf nicht navigieren. Das heißt, ich greife quasi auf die App und dann greife ich wieder zurück zur Tastatur. So. Also ich finde es total überflüssig. Wie gesagt, das ist aber nur meine Meinung. Ihr könnt es euch gerne mal angucken und selber entscheiden, was ihr davon haltet oder ob euch das irgendwie Geld wert ist. Ich persönlich muss sagen, ich nehme davon Abstand und ich bin mir auch gar nicht sicher, aber wie gesagt, da weiß ich es jetzt wirklich nicht, weil da habe ich mich jetzt auch nicht großartig darüber informiert, ob das überhaupt eine legale App ist, weil sie greift ja letztlich auf die Star Citizen Daten in irgendeiner Weise zu. Bin ich jetzt unsicher. Ne? Aber sagen wir es mal so, jeder, der eine Tastatur hat, die jetzt nicht vom 0815 Hersteller ist, kann genau dasselbe machen. Es gibt, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es das von Corsair gab oder von irgendeinem anderen. Da gibt es auf jeden Fall von irgendeinem, ich glaube, oder was Logitech, da gibt es eine kostenlose Software, eine App, die kann man sich runterladen und kann dann Tastatur über sein Handy bedienen. Und das ist letztlich genau dasselbe. Da kannst, es sieht zwar nicht ganz so hübsch aus, aber da kannst du auch dir irgendwelche Makros da basteln, drückst du auf dem Handy drauf und dann macht die Tastatur das Makro oder so. Also das ist nichts anderes. Ne? So, deswegen, wie gesagt, das wollte ich nochmal dazu sagen. Ich wurde da deswegen gefragt, ich habe das extra angeguckt und würde davon Abstand nehmen wollen. Aber nichtsdestotrotz, wenn es irgendwem gefällt und er nutzt das dann gerne, vielleicht hätte man in der App einfach noch ein paar mehr Funktionen drin haben müssen, bevor man da das Geld dafür verlangt. Also wenn ich vielleicht noch über die App die Star Map cool steuern könnte oder so, übers Tablet fahren wir vielleicht sogar, das wäre schon besser gewesen, oder irgendwelche anderen Sachen machen könnte. Wenn ich das quasi mit der App mein Raumschiff fernsteuern könnte, also ich sitze quasi, als Beispiel jetzt mal, ich sitze nicht im Raumschiff drin, ich bin vielleicht ausgestiegen, dann ist das Raumschiff irgendwie weggeflogen ein Stückchen und ich komme nicht mehr ran, dann hole ich mir mein Raumschiff zurück. Solche Geschichten wären cool gewesen, aber das wird natürlich niemals mit so einer App funktionieren. Ja, keine Ahnung. Könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wenn ihr die App kennt oder so, haut mal was in die Kommentare. Vielleicht habe ich auch noch irgendwas übersehen, irgendwas total krasses, aber glaube ich. Also ich habe eigentlich alle Funktionen einmal getestet und alles, was ich mit der App machen kann, kann ich genauso auch mit Maus und Tastatur machen. Vielleicht ist es für Leute interessant, die ein Gamepad benutzen. Weil eigentlich, du kommst eh nicht um die Tastatur so richtig. Also selbst mit einem Gamepad oder Joystick oder so, du wirst immer wieder übers Mobi-Glas spätestens auf die Tastatur ausweichen müssen. Das geht gar nicht anders. Außer man fummelt sich da irgendwie durch, keine Ahnung. Also egal, das nur am Rande. So, also wir haben an Bord ein bisschen Drogenkram und ich hatte jetzt schon gedacht, dass wir irgendwie rausgezogen werden von der Polizei. Dabei waren es irgendwelche Piraten, die wollten halt meine Drogen kaufen wahrscheinlich. Die haben gesehen, ah, guck mal, ein kaputtes Schiff, das ist leichte Beute, aber nichts da. Ich bin schnell weggeflitzt. Ich habe den Larry gemacht. So, ich kann ein bisschen Kommentare auch lesen, hier werden wir fliegen. Der Star Severner fragt, hi, ich habe eine blöde Frage, wo auf Hurston kann ich den Widow verkaufen? Ich finde nix. Ja, um ehrlich zu sein, ich auch nicht. Ich habe keinen Schimmer.
Und ich meine, aber wie gesagt, das jetzt nur unter Vorbehalt, man konnte es auf jeden Fall früher auch noch woanders verkaufen. Das war ja auch auf der alten Tabelle, ne? Diese Family Farm da oder so, die hatten ja auch Drogenbedürfnisse, die erfüllt werden mussten. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Also mir ist aktuell tatsächlich nur die Grimhex bekannt als Umschlagort für Widow. Was andere Drogen angeht, weiß ich nicht. Wie gesagt, das testen wir jetzt gerade mal aus. Mit dem Dingsbums hier. Ich habe den Namen vergessen. Wie heißt Slam. Slam, genau. So. Mal gucken. Aber ich glaube auch nicht, dass es geht. Aber selbst wenn es nicht geht, macht nichts. Es lohnt sich trotzdem, nach Hurston zu fliegen und die Operei-Mission zu machen. Die machen wir in jedem Falle. So, was haben wir noch für Kommentare? Der Crash Soul Driver fragt, hast du irgendein Radio an oder Star Citizen Radio? Ja, quasi beides, ne? Ist mein eigenes Radio, Star Rock FM. Und wer das noch nicht kennt, kann das gerne mal auf YouTube einfach eingeben. Dann müsstet ihr es auf meinem Channel auch finden. Den Radiosender über eine Stunde, ja, Musik und Radiogequatsche. So. Der Tingelin schreibt, ja, zum Thema Let's Play, wir haben ja jetzt diesen Chipshop im Spiel mit den angepassten Preisen. Da könnte man sich ein Ziel setzen, vielleicht sogar als Umfrage, also per Umfrage, Knebel soll sich Schiff XY erspielen und daraus kann man ja eine schöne Let's Play-Serie machen. By the way, das war eine wirklich schöne Landung beim Drogenlabor. Gut gemacht. Das sind so die Momente, warum ich den Hover-Modus doch recht gut finde. Ja. Ja. Ne? Manchmal geht's und manchmal geht es einfach gar nicht. Ja, Umfrage, welches Schiff soll ich mir kaufen, könnte man theoretisch machen. Allerdings sagen dann vielleicht ganz viele Leute, ja, kauft ihr doch mal die Constellation, weiß ich nicht, Phoenix. Und dann komme ich hier ganz schön ins Schwitzen. Weil dann, ich weiß nicht, ob die Folgen reichen, die wir hinkriegen bis zum nächsten Patch-Release. Ich würde einfach sagen, wir versuchen uns einfach möglichst viel Geld zu erwirtschaften und gucken mal, was wir dann Cooles damit machen können. Also, ne? Ich will jetzt mich nicht festlegen, jeder hat da andere Ideen oder so. Aber ich habe mir noch nie ein Schiff wirklich selber erwirtschaftet im Spiel. Und ich finde allein, das ist schon ein kleines bisschen Let's Play wert. Ne? Weil das ist letztlich das, was ihr alle macht. Sei es jetzt, wenn ihr die Alpha spielt oder im fertigen Spiel, ne? Kohle, Kohle, Kohle. Und ich wurde auch nochmal gefragt, ob sich das Spiel jetzt mittlerweile lohnt. Und ich habe ja schon mal gesagt, meine persönliche Meinung ist, das Spiel lohnt sich seit der 3.0. Und genau seit dieser Zeit mache ich auch das Let's Play. Es kommt immer wieder Neues hinzu, aber das ist eben meine Sicht. Vorher hat es sich nicht gelohnt, jetzt lohnt es sich. Also seit der 3.0 bis inklusive heute und auch in Zukunft lohnt es sich, die Alpha zu spielen. Vom PTU würde ich für die etwas sanftmütigeren unter euch empfehlen, da nicht drauf zu gehen, weil da kann man dann ganz schnell mal seine Meinung ändern. Was aber eigentlich Quatsch ist, weil das ist halt ein Testserver. Ja? Auch wenn ich da gerne mal drüber abschimpfe, aber ihr seht ja, auf dem Live-Server läuft es dann schon deutlich besser immer. Und das ist das Wichtige, dass ihr auf dem Live-Server Spaß haben könnt. Das könnt ihr in jedem Falle. Also ich glaube, da gibt es wirklich wenige Leute, die das Gegenteil behaupten. Also man kann definitiv eine Menge Spaß auf dem Live-Server haben. Immer unter der Berücksichtigung, dass das Spiel natürlich noch nicht fertig ist. Das heißt, ihr habt natürlich dann irgendwann alles gemacht. Und dann kommt aber auch schon der nächste Patch. Das ist das Gute daran. So, huch, das war falsch. Beziehungsweise so falsch war das eigentlich nicht. Wir gehen mal hier rein. Personal. Go Fetch. Genau, Orynth. Fliegen mal hin. Machen jetzt quasi das nochmal, was wir schon im Livestream gemacht haben, wo es aber nicht funktioniert hat. So. Gehen wir eine Runde fetchen. Ich finde es weiterhin blöd, dass man da nicht irgendwie ein bisschen näher rankommt. Also es ist eine ultra, ultra lange Reise. Ich versuche es mal mit den OM-Punkten. Wenn ich sie finde. OM6, ja, aber wieso ist denn da kein OM-Punkt? Hurston L2, Hurston Bla, Jakob L4. Ich würde gerne einen OM-Punkt haben. OM 5. Wir müssen mal hier ein bisschen ringsrum fliegen. Warte mal. Wir düsen mal hier ringsrum. Ich habe das jetzt immer anders gemacht. Über Lorville quasi. Und dann anfliegen ist aber bescheuert, weil bist du Ewigkeit unterwegs. Und musst dann vor allem mal wieder erstmal rausfliegen aus der Atmosphäre, weil du ja keinen Speed drauf kriegst auf der niedrigen Bahn. Ja, da fliegst du mit 200 Meter pro Sekunde. Und dann können wir uns morgen früh nochmal hinsetzen und weiter aufnehmen.
Es ist ein bisschen blöd gelöst hier. So. Der nächste OM-Punkt. Ach stimmt, ja. Schade, dass sie das auf den Live-Server gebracht haben, diesen Fehler. Das ist echt richtiger Mega-Müll. Weil, für die, die das noch nicht gemerkt haben, wenn ihr zum OM-Punkt fliegt, von einem Mond oder Planeten, ist völlig egal, und wollt dann zum anderen OM-Punkt, müsst ihr erst wieder den Planeten oder den Mond anspringen. Und dann zum OM-Punkt. Also immer so blödes, so zickzackmäßig fliegen. So, total bekloppt. Verstehe ich überhaupt nicht. So, aber egal. Com-Array, nee. Ich will OM-Punkt. Hallo? Wo sind denn die OM-Punkte? Das ist ein Mond. Da will ich nicht hin. Tja, wir müssen irgendwie dahin kommen. Was da? Achso, das Com-Array. Wo sind denn die scheiß OM-Punkte wieder hin? Stanhope. Was sind die denn? Ja, OM1, super. Komm ich halt nicht ran, weißt du? Was ist denn hier nicht nochmal? Ich bleibe übrigens auch dabei, auch wenn das einige anders sehen, das weiß ich ja, aber ich bleibe trotzdem dabei. Ich finde es total doof, dass ich hier sämtliche... Also, ich verstehe nicht, warum ich diese ganzen Dinger hier eingeblendet bekomme. Delamar. Ich kann von hier aus Delamar anspringen. Ich will das nicht. Wenn ich auf B drücke, will ich nur das, was wirklich in der Nähe ist, haben. Wenn ich weiter weg will, dann drücke ich auf F2 und gucke auf das Star-Map. Das ist so verwirrend. Du siehst hier nicht mehr durch. Ich weiß nicht, wo was ist. Das war früher auch besser. Naja, egal. So. Wo müssen wir eigentlich hin? Dorthin. Ja. OM-Punkt. Wir können nur den da nehmen, aber... Müssen wir jetzt ja einmal so ein bisschen rumfliegen, es gibt ja sonst keinen. Tja. Ich gebe mal volle Esse. Ah, wieder instant überhitzt, ja? Aus, gib Vollgas. Wieder überhitzt, natürlich. Na gut, wir haben auch noch ein Triebwerk. Was beschwere ich mich eigentlich? Kann froh sein, dass ich überhaupt noch fliegen kann, ja? Müssen wir halt mal gucken, dass wir den irgendwie jetzt erwischen. Also ich fliege jetzt ja so ein bisschen um den Planeten und dann auf den OM-Punkt. Und dann hoffe ich, dass ich da möglichst nah rankomme. Dass ich dann gerade runterfliegen kann. Haben sie bei Hurston... Also die OM-Punkte gefallen mir immer noch nicht bei Hurston. Da müssen viel, viel mehr hin, dass man ordentlich ringsrum fliegen kann. Das geht hier immer noch nicht, leider. Ein bisschen schade. So, wo ist der Punkt? Da. Ah, das geht aber eigentlich. Müssen wir nur so ein bisschen um die Kante hier. Kriegen wir schon hin. Übrigens, falls sich irgendwer fragt, warum ich das Schiff nicht repariert habe, ist es leider immer noch so, dass das Reparieren und das Ship Degradation zusammengefasst ist. Also ich kann nicht sagen, repariere das Triebwerk, aber repariere nicht die Komponenten. Und das Komponentenreparieren ist weiterhin unendlich teuer. Also, das ist fast unbezahlbar, muss man sagen. Leider. Deswegen habe ich das nicht repariert. Da mein Tipp an euch, es ist halt eigentlich schade und widerspricht auch der Idee, weil die Idee ist ja eigentlich, dass man dieses neue Feature, nennen wir es mal Feature, dass die Teile halt kaputt gehen, nutzen soll und testen soll. Das Problem ist, wenn ihr das regulär nutzt und testet, werdet ihr pleite gehen, bevor ihr auch noch eine Quest abgeschlossen habt. Also, mein Tipp, ignoriert das System, weil es ist einfach schlecht. Lasst euer Schiff einfach explodieren oder claimt es einfach, lasst die Versicherung das Ganze regeln. Es ist 10-mal günstiger, wahrscheinlich, nee, ich glaube sogar 100-mal günstiger, wenn ihr das Schiff einfach reclaimt an irgendeinem Terminal und dann die Zeit nochmal verkürzt. Diese Gebühr dazu bezahlen ist zigmal günstiger, als das Schiff zu reparieren. Und vor allem habt ihr dann wirklich auch wieder alles dabei. Also neue Muni drin, Treibstoff voll, ist alles kosten, ist all inclusive, ja. Das ist schade. Eigentlich schade. Ich fand die Idee cool mit den Schiffsteile gehen kaputt und so, aber ich weiß nicht, ich fliege 5 Minuten, dann muss ich 2000 Tacken bezahlen mit der Cutlass Black, das ist ein bisschen heftig. Das ist ein bisschen zu viel. Also wenn ich da 20 Tacken bezahlen müsste für 5 Minuten, das wäre okay. 2000 ist dann doch ein bisschen übertrieben. Es soll ja nicht zum Gamebreaker werden, sondern soll ja irgendwie, ja, es soll dem Ganzen so einen Touch geben wie,
du kannst halt nicht alles machen. Du musst dich halt schon da mal einschränken, ne? Aber sie geht halt so schnell kaputt. Das versteht kein Mensch. So, nochmal kurz gucken, wo ist jetzt der Punkt? Mal guck mal, fast geschafft. Sag doch mal was Positives zu Alpha 3.6. Es fällt schwer tatsächlich, dieses Mal. Also diesmal fällt es wirklich schwer. Es gibt nicht viel Positives an der Alpha 3.6, muss ich leider wirklich sagen. Ich glaube, das ist insgesamt der schlechteste Patch bisher. Ich hatte mich wirklich gefreut, weil das Gameplay und so weiter, aber die Gameplay-Features, die reingekommen sind, machen das Gameplay eigentlich eher kaputt. Aktuell. Da müssen sie wirklich nochmal ran. Das haben sie aber auch schon selber gesagt, dass sie nochmal an diverse Sachen rangehen. Das ist auch für mich gar kein Problem, weil ich kann warten. Also, solange es im fertigen Spiel dann passt, ist es für mich auch okay, weißt du? Da habe ich jetzt keine Eile oder muss gleich irgendwie den Weltuntergang herbeibeschwören, aber die 3.6 ist schon der schwächste Patch bisher und auch der am längsten gedauert hat, denn wir haben über einen Monat, also nee, nicht ganz über einen Monat, also fast einen ganzen Monat länger gebraucht für den Live-Release als die anderen Patches. Ja. Das ist schon lang. Also Ende Juli kommt der Patch, der für Juni geplant war. Naja, gut. Ich denke mal, da ist auch viel einfach unter der Haube an Systeme reingekommen, die wirklich viel Zeit gebraucht haben. Ich versuche was Positives jetzt daraus zu machen, das ist mir auch eine Angelegenheit, aber ja. Ich denke, da wurde viel auch unter der Haube gemacht, um einfach Systeme reinzukriegen. Auch wenn die jetzt noch nicht funktionieren, werden wir uns später dafür bedanken, quasi. Schätze ich einfach mal. Ne? So, jetzt ist der OM-Punkt weg, oder was? Wo ist der jetzt hin? Ist der weg? Jetzt muss ich wieder Hurston anspringen? Och, das ist doch nicht wahr. Leute. Dieser Schwachsinn. Vor allem, das sind jetzt ich verstehe nicht, warum die OM-Punkte weggehen. Da dreht er sich so komisch. Und jetzt gucken wir mal, wie weit er jetzt fliegen will. Wow. Ja. Das war's wert. So. Okay, jetzt kann ich ein bisschen den OM-Punkt anspringen. Naja. Die können sie doch einfach aktiv lassen. Das ist ja Quatsch. Warum gehen die weg? Und Blödsinn. So. Bin gespannt, wo muss der landen? So. Jetzt können wir noch mal ein bisschen verkürzen. Wir müssen jetzt noch wieder an Hurston ranspringen. Machen wir natürlich auch. Klare Sache. Wir haben jetzt hier wie viel? 1159. Gucken, wie nah wir jetzt rankommen. Ja, schon ein Stück. 890. Ist es nicht wirklich zufriedenstellend? Andererseits sind wir natürlich jetzt hier oben. So, mal gucken, ob ich es nochmal irgendwie... Das sind keine OM-Punkte hier. Das ist zu weit weg. Das ist viel zu weit weg alles. A-Corp L4. Nee. Also OM-Punkte gibt es jetzt hier sonst nur noch den da hinten. OM4. Aber der ist auch zu weit weg, ne? Der ist doppelt so weit weg. Also, ich weiß nicht, was die beste Option ist, muss ich zugeben. Na gut, so kannst du jetzt natürlich relativ entspannt einfach dich... Also, ich sag mal so, zwei Möglichkeiten. Variante 1, ihr macht so, wie ich es bisher gemacht habe. Ihr fliegt einfach nach Hurston, nehmt den nächstgelegenen Boden oder die nächstgelegene Bodenstation, das wäre Lorville oder neben Lorville, Aparai oder so, fliegt dorthin, dann raus aus Atmosphäre, soweit es halt nötig ist, bis der Speed auf Maximum ist und dann fliegt er einfach hin. Das wäre Variante 1. Variante 2 ist zu OM4. Und dann einfach straight hier runter fliegen lassen. Da könnt ihr dann einfach, also wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, würde ich jetzt im Prinzip einfach, weiß ich nicht, aufs Klo gehen. Oder mir ein paar Nudeln machen. Weiß ich nicht. Also das dauert jetzt hier. Wir können mal kurz rechnen, wie lange das dauert. Und dann entscheide ich, ob ich das cutte. Weil ich, wie gesagt, Let's Play ist eigentlich immer uncut, aber solch, also wenn es wirklich zu lang ist, dann, ne? So, wir haben 822, na gut, sagen wir 810.000 Meter durch 1114. Das sind 727 Sekunden durch 60, sind 12 Minuten. Also dieser Anflug dauert 12 Minuten und das würde bedeuten, dass die Folge noch länger wird als sonst. Wir sind jetzt schon bei 24. Ich schlage daher Folgendes vor, gleicher Idee wie beim letzten Mal. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Folge ist lang genug, denke ich, für eine Folge. Und ich fliege es hin, mache dann OBS wieder an und dann kommt der nächste Part des Let's Plays, die nächste Folge.
wenn wir da unten angekommen sind. Also, bis dann. 65 degrees, last time I is, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on your